mein Gott. Alles voll, ne? Was soll ich sagen? Die Stimmung kippt relativ schnell in der neuen Bude tatsächlich. Erst waren wir abgefuckt, weil als wir uns das angeschaut haben, hieß es, es ist keine Baustelle in der Nähe und wenn, dann nur hier vorne eine ganz kleine. Jetzt, seit wir eingezogen sind, haben wir hier eine kleine, da eine kleine und da hinten noch eine ganz große. Und es ist schon auf jeden Fall den ganzen Tag präsent, würde ich sagen. Das fuckt uns schon mal ab, dass wir schon nach neuen Unterkünften suchen, um ehrlich zu sein, weil wir denken, okay, länger als Januar, Ende Januar können wir hier auf keinen Fall wohnen. Und jetzt haben wir es tatsächlich das erste Mal, dass es fett regnet. Und das erste Mal in unserer ganzen Bali-Karriere, dass es einfach fett ins Wohnzimmer reinregnet. Also nicht nur ins Wohnzimmer, und ins Schlafzimmer, alles unterm Babybett ist voll. Ich zeig's euch gleich nochmal. Und hier ist auch alles voll, der ganze Teppich ist schon voll gesaugt, das kommt alles unter die Türe durch. Der Pool sah auch die letzten Tage aus wie Scheiße, weil der Dude irgendwie nicht ganz klarkommt mit dem Pool. Also, das ist auf jeden Fall bis jetzt das Nightmare-Haus, eher würde ich sagen. Hier sieht man es auch, ne? Es kommt ja alles rein. Das ist auch irgendwie Gecko-Kacke, aber okay, das hat man immer mal in Bali. Aber hier kommt alles rein. Und jetzt ist Elle gerade dabei, am Fegen und das wegzumachen. Oh Gott, Elle. Hat ja nur so einen Teppich da rein, oder? Weil wir müssen ja auch aufmachen. Also. Erstmal müssen wir den Tisch. Oh, so wichtig. Oh mein Gott, ich kotze. Kriegt man das überhaupt weg oder verteilt man das an? Aber Fluss. Also das finde ich ja schon wieder cool. Das macht mich froh. Alles andere herrlich. Wirklich so, seit wir eingezogen sind, hat sich so langsam aufgestaut. Erst wurde so nebenan so ein Brunnen gebaut, dachten wir ja, 3 Tage passiert. Dann, seitdem das vorbei ist, merken wir, man hört aber die anderen Baustellen auch ganz schön laut, muss man sagen. Was ich heute, ob ihr es gerade hört. Ich glaube, durch den Regen hört man es auch noch ein bisschen weniger. Und jetzt der erste Regen und wirklich. Ich zeige euch gleich nochmal die Baustellen, da wisst ihr, was Sache ist. Vor allem so, nee, nee, keine Baustelle. Und dann guckst du so in das Haus und die fangen gerade an, ein neues Haus da hinzusetzen. Also. So, ihr seht, der Pool hat wieder eine normale, wunderschöne Farbe. Es sieht gleich alles viel einladender aus. Die Sonne scheint wieder. Und es ist auch alles gar nicht so schlimm. Also perfekt ist es auf jeden Fall nicht, aber ich weiß es nicht. Es war irgendwie alles auf einmal. Aber das sind natürlich auch ein paar Sachen, die uns nerven. Aber jetzt geht es schon gerade deutlich besser auf jeden Fall. Wie ihr hört, man hört die Baustelle auch nicht. Jetzt, wo das Bohrloch quasi direkt neben unserer Wand weg ist, hört man das eigentlich drinnen kaum. Ich kann euch die trotzdem mal zeigen. Sehr ruhig gerade sogar. Das ist einmal eine hier. Man sieht es kaum auf der Kamera. Dann eine da. Und ich sag mal, mit denen haben wir auch mehr oder weniger gerechnet. Die waren auf Pause, wo wir das erste Mal hier das besichtigt haben. Die meinten, die sind out of money. Aber es war klar, dass es irgendwann weitergeht. Man muss auch sagen, das sind 2 sehr kleine Baustellen. Da arbeiten ein paar Leute dran, die streichen ein bisschen die Wände so. Das ist eigentlich okay. Und das hört man kaum. Also es gibt ja Riesenprojekte, es gibt kleine Projekte und das sind halt nur so kleine Shops, sag ich mal. Und das stört uns eigentlich nicht. Vor allem, wenn man die Tür zumacht, hört man gar nichts. Deswegen alles easy. Wenn man im Garten sitzt, ist es jetzt nicht das paradiesische Environment, was man sich so vielleicht aus Bali vorstellt. Aber wir sind ja schon ein bisschen länger hier und es war immer irgendwas. Irgendwelche Hähne, die neben einem sind, rumkrähen, irgendwelche Schweine, die laut sind, irgendwelche Leute mit lauten Rollern oder der Tempel direkt nebendran, die Leute machen Party. Also, dass wirklich 24/7 super ruhig ist, hatten wir jetzt eigentlich nur in der Villa aktuell, wobei man da auch leicht die Straße gehört hat, also in diesem Holzhaus. Aber sonst war es da schon sehr ruhig, muss man sagen. Aber ja, Bali ist halt in Asien. Asien hat einen gewissen Geräuschpegel. Und ich sag mal, davor haben wir auch 10 Jahre in Berlin gewohnt. Da hört man auch die Straße, wenn man die Tür aufmacht oder die U-Bahn oder sonst was. Aber wo es uns am Anfang nicht so ganz bewusst war, was so eine kleine Überraschung war, die uns ein bisschen auch Angst gemacht hat, ist. Ah, erstmal, Good News.
Das Auto ist wieder da und fährt wieder, falls ihr das letzte Video gesehen habt. Es gab Probleme. Es müsste der Dynamo quasi musste ausgetauscht werden, dass die Batterie wieder lädt. Und es hat einfach 3 Euro gekostet. 3 Euro. Und mein Vater meinte, das kostet in Deutschland halt 200 Euro. Lichtmaschine heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und genau, wir haben halt noch das Ding hier. Wie ihr seht. Und die Häuser sind jetzt schon fertig, aber hier, wo jetzt diese Grundgerüste gerichtet werden, kann man davon ausgehen, dass was Neues gebaut wird. Muss sagen, es ist hinterm Haus, deswegen ist es okay. Aber wenn der Zementmischer angeht, hört man es auf jeden Fall, wenn er im Garten steht. Und ja, darauf hat man natürlich keiner Bock. Und deswegen sind wir jetzt hin und her gerissen. Also wir hören uns das jetzt hier auf jeden Fall bis Ende Januar an. Und ich denke, es ist okay auf jeden Fall. Also wie gesagt, man kann die Tür zumachen und dann hört man gar nichts. Und wenn man draußen ist, ein bisschen was. Aber ist okay. Aber wenn wir das Gefühl haben, das kommt immer näher und es geht gar nicht, dann müssen wir halt gucken, ob wir noch was anderes finden. Aber wie gesagt, aber ja genau, es ist nicht so, als würden irgendwie die Villen alle online stehen und auf uns warten, dass wir zuschlagen. So, man guckt online und man denkt sich, wie kann diese Villa 2.500 Euro im Monat kosten? Das ist wirklich Loch, Küche draußen, keine Ahnung was. Und deswegen müssen wir gucken, ob wir tatsächlich erstmal jetzt das Beste für uns gefunden haben. Oder ob wir sagen, wir finden vielleicht doch noch was Besseres. Wir waren auf jeden Fall ein bisschen abgefuckt, müssen wir sagen, die letzten Tage. Aber das haben wir irgendwie oft. Also immer wenn wir umziehen, zieht man eine, dann denkt man, ah okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann nach ein paar Wochen ist man da schon wieder ganz anders drauf und das stört halt eigentlich gar nicht so viel. Deswegen versuchen wir jetzt positiv natürlich in die Zukunft zu blicken. Aber an sich müssen wir ehrlich sagen, es ist auch nichts Neues für uns aus Bali. Also es ist nie alles perfekt. Es gibt immer irgendwelche Mangos, irgendwelche Geräuschquellen, irgendwie Schimmel an der Wand oder keine Ahnung. Also wir haben ja auch viele Sachen, die sehr gut sind, müssen wir sagen. Und ich glaube, wir müssen auch erstmal warm werden mit der Villa und schauen, wie es so die nächsten Wochen läuft auf jeden Fall. Deswegen eigentlich machen wir auch voll ungern so Mecker-Videos oder sowas. Aber es hat uns jetzt echt so abgefuckt und vielleicht, um euch mal zu zeigen, für die Leute, die auch gerade nach Bali ziehen wollen oder so, es läuft nicht nur bei euch so. Es ist, ja, es ist manchmal schwierig hier. Naja, wir gehen jetzt erstmal los und einkaufen. Bali Buddha, um was Positives zu sagen. Da kann man sich quasi so unverpackt Sachen besorgen und wir haben jetzt hier die Gläser, zum Beispiel hier Almen. Das finde ich richtig geil und dann fülle ich die uns jetzt immer schön auf und dann sieht es cool aus und wir haben unsere tollen Produkte und es ist auch ein bisschen günstiger. Man kann halt nur so viel nehmen, wie man will. Ich finde, Bali Buddha hat so krasse Preise immer, ne? Also es gibt ja, es gibt mehrere so Unverpackt-Läden, wie zum Beispiel Samadhi oder Bokashi. Und da kostet es teilweise die Hälfte wirklich. Die Hälfte. Das Doppelte. Das Doppelte. Und es ist genau das Gleiche. Es ist nur, sieht schöner aus, der Laden. Mehr oder weniger. Und das ist schon ein bisschen dreist, muss man sagen. Und bei Bali Buddha hat man echt normale, gute Preise und kriegt trotzdem eigentlich alles. Außer Erdnüsse. Erdnüsse, warum auch immer. Erdnüsse ist schwierig. Ich weiß auch nicht genau warum. Aber ja, jetzt fülle ich hier unsere Gläser auf. Wir haben leider noch nicht so eine Etikettiermaschine, von der träumen. Noch keine Etikettiermaschine? Achso, du hast vorher noch eine Etikettiermaschine. Nee, ich wollte gerade sagen, ich war immer bei meiner Freundin früher und ich, so seit wir, keine Ahnung wie alt sind, wir sind damals zusammen nach Berlin gezogen und wir haben immer gesagt, also eine Etikettiermaschine brauchen wir. Ja, wirklich. Ja, wollten wir immer haben, aber haben wir nie geschafft, uns zu holen. Und das ist das Wichtigste, ich mache mir nämlich jetzt keinen Kaffee. Hier ist die Bohnensammlung. Und aktuell trinke ich The Puntai from West Java, warte. Das sind die Notes. West Java, Natural Process, Tasting Notes, Kakao, Orange, Blueberry, Jasmine and Juniper. Was auch immer das ist. Das juckt alle. Hier sieht man nochmal die Geschichte des Kaffees. Das juckt auch keinen. Aber ja, um auch nochmal... Es juckt alle.
Aber was wir schon richtig geil finden, ist, man kommt von draußen rein und es ist aktuell schon sehr warm. Man kommt rein und es ist einfach kalt hier drin. Das ist schon so viel wert. Das hatten wir in unserem alten Haus nicht wirklich. Ja. Und was auch einfach geil ist, ist so eine Küche zu haben. Drinnen. Einfach eine Living Area. Ja. Man muss halt sagen, vorher die Küche, die wir hatten, konnte man halt von 6 bis 8 Uhr morgens ungefähr verwenden. Gerade in der Regenzeit, dann wurde es zu warm, ne? Und tagsüber war es halt schweineheiß da drin. Und nachts konnte man sie theoretisch auch verwenden, aber die Lichter waren so schwach, dass man eigentlich gar nicht gesehen hat beim Kochen. War okay, so wir haben es irgendwie trotzdem gefühlt, ja. Aber ist auf jeden Fall was ganz anderes ist jetzt natürlich. Ist so schon auch irgendwie geil einfach. Ja. Gestern haben wir auf der Couch gelümmelt, so es hat geregnet ja. Mit Decke und dann habe ich so mein Buch gelesen, Tee getrunken. Das ist einfach, ja, ist das einfach. Ist es. Ja, ist einfach ein anderes Lebensgefühl, ja. Ne, muss man einfach sagen. Ja, was wir jetzt auch haben. Vielleicht kommt er nochmal zum Einsatz. Der Airfryer. Geile Scheiße. Die Adresse geil. Leute. Oh. Ein neues Möbelstück ist eingetroffen und ich sag mal so, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache, weil von der Form her passt es gar nicht. Aber wir packen es mal aus. Boah, das riecht. Jetzt wird es mit Farbe eingereibt. Eingerieben. Eingereibt? Eingereibt. Wer kennt die groß auch diese Adresse hier drauf steht. Ich glaube, das kam jetzt aus Surabaya oder so, also das ist nicht aus Bali. Also Story dazu ist, wir waren in Bali im Laden und wollten so einen Sitzsack kaufen und der meinte 600.000 und dann haben wir es auf Tokopedia für 200.000 gekauft, dachten wir, Deutsche wir sind, da sparen wir. Und ich glaube, wir haben uns falsch in den gespart. Naja. Das ist nicht die, die wir wollten, aber... Das ist nicht ganz, die wir wollten. An sich erfüllt seinen Zweck. Aber es geht. Ja, aber an sich ist es okay, die sehen auch... cool aus eigentlich, ne? Wenn man so Gäste hat oder so, dachten wir halt. Ja. So, zack. Oder wenn wir morgens einen Kaffee trinken, irgendwie auch entspannt. Und ansonsten Deko. Und ansonsten Deko. Also, genau, deswegen muss auch gut aussehen, was es tut. Und dann machen wir hier morgens den. Das ist ganz okay, oder? Ja. Cool aussehen tut's. Denke auch. Preis-Leistung 10 von 10. So, was haben wir gelernt die letzten Tage? Wahrscheinlich, dass unsere Ansprüche steigen, aber wir zu geizig sind, um für diese Ansprüche auch Geld auszugeben. Ne, ich weiß es nicht. Also ihr könnt auch mal sagen, sind wir zu nörgelig oder ist es normal, ist es nicht normal? Ich glaube halt, je mehr Geld man ausgibt, desto mehr will man ja auch, dass alles gut ist sozusagen, ja. Oder? Und desto weniger Kompromisse geht man ein. Und wir sind jetzt vielleicht halt auch in dieser Babyphase, wo wir irgendwie alles perfekt wollen, das ja. Sich vielleicht auch widerlegt, ich weiß es nicht. Wir waren früher auf jeden Fall viel entspannter und viel anspruchsloser, was es auf jeden Fall einem leichter macht auf Bali. Aber wie gesagt, wir haben auch immer 400 Euro oder so bezahlt und dann war es ja scheißegal, ist ja ein bisschen Baustelle, ist ärgerlich. Aber passiert so ungefähr, oder? Ja. Und jetzt ist es halt so, sind wir halt auf der Suche nach so einem wirklichen Wohlfühlort, wo man sagen, hier fühlen wir uns so richtig wohl und da geben wir jetzt auch mal was aus und dann soll es aber toll sein. Und ja, das ja. Scheint nicht so easy zu sein zu finden. Also gerade aktuell, weil halt wirklich, also wir waren ja auch jetzt mit unseren Freunden unterwegs, 6 Wochen oder so. Nee, auf jeden Fall in 6 verschiedenen Unterkünften, glaube ich. Ja. Fast. Auf jeden Fall waren neben jeder Unterkunft, egal wo wir waren, egal wie teuer die war, eine Baustelle. Ja. Und selbst wenn man hier 5.000 Euro Miete ausgibt, ja. Irgendwo in einem pristinen Dschungel, kann natürlich auch sein, dass da neben der Baustelle. So als Beispiel jetzt, ne? Ja, ist auch so. Ja, es ist oder echt da, nicht wir einfach. Waren auch zum Beispiel bei Munduk in so einem fancy Hotel und da hat man ja. Auch die Straße gehört. Stimmt. Da denkt man, man ist wir waren im, nee, man denkt nicht, sondern man ist inmitten vom Nirgendwo. Überall Natur, aber da fährt eine Straße lang, die so ein bisschen bergauf geht und die Leute halt scheppern sich da einen ab mit ihren Knatter-Motorrädern. Ja, ne, ist man so, ist ja. morgens früh aufgewacht, weil da so die Leute zur Arbeit sind oder keine Ahnung. Ja.
Aber ja, also ich denke auch, es war jetzt einfach ein komischer Start für uns. Wie gesagt, ich glaube, das hat auch was mit dem Baby zu tun und alles. Und dann ist alles auf einmal gekommen. Ihr wisst, wie es manchmal läuft. Wenn alles auf einmal kommt, dann steckt man den Kopf in Sand und denkt sich, alles scheiße, was mache ich eigentlich? Sollen wir es uns nicht vorstellen? Aber ich finde auch, also es geht, wird wieder bergauf gehen. Es ist Meckern auf hohem Niveau, das wissen wir auch. Und wir haben das Privileg, hier sein zu dürfen. Und wir sind auch immer noch dankbar dafür. Ja, auf jeden Fall. Jedes Mal rausgehen, draußen langfahren. Ja, und wir mögen es auch immer noch hier, um Gottes Willen. Ja. Aber ja, und ich denke auch, die nächste Woche wird schon wieder ganz anders laufen. Mhm. Da werden wir dann schon wieder entspannter sein. Ja. Und wenn nicht, dann müssen wir uns halt eine Lösung suchen. Ihr kennt uns ja, wir sind eigentlich immer positiv. Ja. Aber wir wollten jetzt halt auch mal zeigen, dass es halt auch manchmal bei uns nicht positiv ist. Ja, das stimmt. Hat echt abgefuckt. Aber ja, wenn wir ganz ehrlich sind, muss man auch sagen, wir haben angefangen in einem ganz kleinen Guesthouse, haben uns langsam nach oben gearbeitet und mittlerweile haben wir schon so unser eigenes Haus mit Küche drin, Wohnbereich und sowas. Das hatten wir ja vorher alles gar nicht. Und jetzt müssen wir halt vielleicht feststellen und sagen, okay, das reicht uns aber noch nicht ganz, wir wollen doch mehr. Und dann müssen wir halt irgendwie darauf hinarbeiten, oder? Also man kann ja auch nicht immer alles direkt auf einmal haben. Vielleicht wussten wir auch vorher gar nicht, was genau wir wollen. Und wir lernen das jetzt auch so langsam, habe ich das Gefühl, oder? Ja, stimmt eigentlich, ja. Wir haben uns halt auch so ein bisschen verändert und wollen jetzt irgendwie was Festeres, wo wir uns lange wohlfühlen sozusagen. Und dafür müssen wir jetzt halt auch ein bisschen Gas geben. Ja, oder? Genau. Also herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Erkenntnis. Sehr gut. Ja, und das ist auf jeden Fall schon mal ein geiler Step nach oben, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Genau, alles andere kann kommen, muss geplant werden. Und wir freuen uns drauf. Deswegen, bleibt dran, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, abonniert. Und dann sehen wir, wie es weitergeht bei uns. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Peace. Tschüss.